say goodbye to the good old days. They're never coming back. Watch your future fade. I came to play. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe Ultimate Team und macht euch bereit auf eine wirklich, wirklich, wirklich verrückte Partie. Wenn ich euch das verspreche, dann glaubt mir, es ist so. Es ist eine Wahnsinnspartie mit vielen Fehlern in den Abwehrreihen, mit vielen Peinlichkeiten meinerseits und lang reden brauche ich nicht. Gehen wir einfach gleich mal rein hier in die Show. Das erste Mal ist gescheitert, versuchen das aber nochmal. Und dann haben wir auch einen Gegner. Nein, ich glaube, jetzt scheitert es nochmal. Ach ja, das System in FIFA, die Server, die sind ein Traum. Fast so geil wie in GTA Online. Baby, baby, mach mal hin, balla, balla. Ja, ich hätte es rausschneiden können, bla, bla, bla. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie das so ist für die Leute, die selber kein Ultimate Team spielen. Das ist halt manchmal extrem ätzend, schon vor dem Spiel, dass du überhaupt nicht ans Spielen kommst und dann je nach Gegner hast du dann auch noch so Vollidioten und dann bist du auf 3000 Umdrehungen und die hatte ich auch drin hier in der Partie. Das weiß ich nämlich noch haargenau. Soll jetzt nicht als Entschuldigung dienen für irgendwas, aber das, oh, der unterstützt hier England, ist aber, seine Mannschaft nennt sich Poland oder er nennt sich Poland. Nee, seine Mannschaft nennt sich Poland. Na dann, Viertelfinale, auf geht's, schaffen wir jetzt Halbfinale oder nicht? Er hat eine Bewertung von 79, eine Teamchemie von 100 und ja, Vicente del Bosque als Manager. Torres, Kerzakov ist das, glaube ich. Affelei. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Wieso hat er Kevin De Bruyne und ich nicht? Doch, ich habe Kevin De Bruyne auch, oder? Doch, ich habe ihn auch. Ich habe nichts gesagt. Gehen wir lieber rein, bevor ich noch mehr Stuff laber. Gehen wir lieber rein, habe ich gesagt. Jetzt drück doch mal den Knopf, du Hampelmann. Der wollte einfach nicht den Knopf drücken. Was gibt's denn da so Schönes zu bewundern? Mach jetzt, Typ. Ich habe auch nachher was rausgeschnitten. Der hat nämlich nach jedem Tor hat der Pause gedrückt. Und dann hat er mich ewig warten lassen, bis der Counter fast abgelaufen ist. Ich war so dermaßen am Kotzen, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Aber wie gesagt, das soll keine Entschuldigung für gar nichts sein. Ein guter Spieler zeichnet sich dadurch aus, dass er dann ruhig bleibt und der war ich einfach nicht. Wir haben hier gesehen, der hat noch schnell die Taktik mal so eingestellt, deswegen hat der erst nicht reagiert. Erst der lange Ball, 2 Minuten gespielt. Warum kommt der Neue da raus? Warum kommt er raus? Weiß ich nicht. Das war mein Fehler Nummer 1. Kerzakov macht das Führungstrefferchen. Und er hat gleich Pause gedrückt und mich ewig warten lassen. Und das habe ich aber mal weggelassen. Wir machen hier ungeschnitten weiter. Schon wieder er nimmt mich hier komplett auseinander. Ich habe gar keinen Zugriff auf irgendwas. Dann kann ich mir nur mit einem Foul helfen. Und das gibt Freistoß. Diamanti am Freistoßpunkt. De Bruyne am Freistoßpunkt. Ich wieder mit meiner Taktik hier rein, hinten reinstellen und dann, bevor er ausführt, schnell rauslaufen. Wir springen. Erste Chance für uns. Der muss doch rein. Und er geht nicht rein. Jan Sommer, was ist das denn für ein Typ? Oh. Was eine Parade. Der Balotelli, der muss den noch machen. Nochmal Balotelli. Setzt sich hier super durch. Balotelli. Schuss. Wieder Sommer. Warum da Diego Costa eingeblendet wurde, weiß ich nicht. Oder war der Sommer gar nicht mehr dran? Nee, war gar nicht mehr dran. Deswegen machen wir weiter mit Reus. Aber Lescott fängt die Flanke ab. Eckball. Özil sucht wen? Natürlich! Jerome Boateng, unseren Fast-Hattrick-Schütze vom letzten Spiel. Kerzakov, De Bruyne, den wir überhaupt nicht unter Kontrolle hatten. Auf Diamanti, Diamanti, eiskalt. Wieder die Führung für ihn. Es sah mal in der Abwehr wieder nicht gut aus, nachdem wir Kevin De Bruyne überhaupt nicht unter Kontrolle kriegen konnten. So kann man sich auch
selber um seinen Lohn bringen. Nächster Angriff von ihm. Diaby, Kerschakow, Diamanti. Schuss. Na, das glaubst du aber wohl selber nicht, Typ. Das glaubst du wohl selber nicht. Wieder wir, Marco Reus, Marco Reus. Sommer. Jetzt war er aber dran. Hätte ich vielleicht querlegen sollen, aber die Übersicht fehlt mir halt noch. Özil sucht Boateng, findet nur Balotelli, aber was heißt hier nur? Balotelli kann das genauso gut wie Boateng. Zweite Ecke, zweites Eckentor, ein bisschen beschämend, aber gut, wenn FIFA mir das schenkt, dann nehme ich dazu hin. Und Diamanti, ich wollte die Taktik umstellen, ihr habt es unten ganz kurz gesehen. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, spult zurück, haltet es an, da sieht man's. Ich habe ganz kurz wollt die Taktik umstellen und das ist die Quittung, 3:2. Bringe ich mich wieder um den Lohn der Arbeit und kann die Taktik direkt mal wieder rückgängig machen. Diego Costa, jetzt muss es schnell gehen. Balotelli wird gefoult. Vorteil läuft. Reus, wieder Sommer. Oh. Schnell den Freistoß ausgeführt. Wunderbar. Özil bei der Ecke sucht wieder Balotelli. Ecke Nummer 3, Tor Nummer 3. Ja, super starker Typ. Naja, ich hätte lieber mal einen spielerischen paar Tore gemacht, aber ihr seht, spielerisch bin ich immer an Jan Sommer gescheitert, der da wirklich fast alles gehalten hat. 3:3 zur Halbzeit. Verrückte Partie, sollte man meinen, aber kommt noch besser. Da geht auch noch was. Erstmal Halbzeit, wir sehen Balotelli eingeblendet und Müller, Schweinsteiger und Dzeko in der Partie. Und Freistoß für ihn, eigentlich relativ harmlos, führt sogar kurz aus, ist eigentlich gut, aber wir kriegen hier wieder gar keinen Zugriff. Kerschakow schießt, neuer Held, Diaby staubt ab. An guten Tagen hat ein Neuer den vielleicht auch sicher, ich weiß es nicht, aber kann trotzdem nicht sein, dass die Abwehr dann so abschaltet und Diaby, der den Angriff eingeleitet hat, hier sehen wir es nochmal, da hier Diaby da komplett alleine steht. Da hat Boateng mal schön gepennt. Jetzt orientiert er sich wieder zum Diaby hin. Also Neuer und Boateng, die beiden Spieler von Bayern München, teilen sich hier das Gegentor, wobei man Neuer da noch den kleineren Vorwurf machen kann. Aber von dem Welttorhüter kann man auch mal erwarten, dass er den zur Seite komplett wegfaustet. Wieder Rückstand, 4:3. Jetzt müssen wir wieder volle Pulle-Offensive machen. Ungeschnitten geht's hier weiter. Balotelli sucht hier eine Anspielstation. Finde Dzeko. Dzeko ja nicht der Schnellste. Das hat aber Reus das Tempo. Reus hat das Tempo. Bringt die Flanke. Dzeko. Wir können es doch auch mit dem guten Laufweg und dem völlig alleingelassenen Spieler. Dzeko leitet die Partie ein und vollstreckt dann in schöner Schützenmanier. Astreiner Spielzug. Endlich mal aus dem Spiel heraus. Verrückt, verrückt, verrückt. 4:4. Weiter geht's. Elia, 69. Minute, 79. Minute, beziehungsweise jetzt 71. Minute, langer Ball. Kevin De Bruyne völlig frei und da ist das 5:4. Völlig abgedreht hier. Na, da kannst du nichts hören. Ich werde dafür auch nicht jubeln. Ein langer Ball und unsere ganze Abwehr ist wieder futsch. Langer Ball, Schweinsteiger, das können wir doch auch, das können wir doch auch, aber im Abschluss sind wir zu dämlich. Da war die Riesenchance, den muss man eigentlich machen. Nochmal, 90. Minute, Balotelli. Super durchgesetzt und verliert den Ball. Balotelli verliert den Ball, das war doch wohl die letzte Chance. Eieiei, haben wir verbockt. Oder kriegen wir noch die Chance? Nee, kriegt er noch die Chance? Auch nicht. Naja, lange ist nicht. Dzeko holt nochmal den Kopfball. Balotelli kann sich wieder nicht durchsetzen. Und dann war's das. 5:4, wer hinten so viele Fehler machte, fliegt verdient raus, aber was eine verrückte Partie, du. 8,6, Balotelli, bester Mann mit 2 Toren. Bringt uns alles nichts und ja, mal gucken, mit welchem Team wir als nächstes an den Start gehen, nachdem jetzt auch Europa nichts war. Wenn ihr euch fragt, mit welchem Team wir das machen, dann schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bewertet fleißig dieses Video hier, wenn euch das Format gefällt. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch immer in die Kommentare Tipps und Tricks schreiben, wie ich mich verbessern kann. Ihr seht ja, in der Abwehr bin ich eine einzige Katastrophe. Im Sturm mache ich die Tore nicht. Im Mittelfeld kriege ich keine Spielzüge aufgebaut.
Von daher, bitte helft mir da und wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heels Fakti.